Also, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur großen Siegerehrung Regionalwettbewerb Augsburg Jugend forscht und Schüler experimentieren. Zwei Fragen. Die erste Frage an alle Eltern. Wie viele Eltern sind heute hier, die sehr stolz sind? Okay, und wie viele Schüler sind heute hier, die noch viel stolzer sind? Okay. Und wer von allen Gästen hier sitzt entweder im ersten Stock oder hier unten und freut sich extrem jetzt auf die Preisverleihung und auf die Siegerehrung? Sehr gut. Also, schön, dass ihr da seid. Wir machen uns einen richtig, richtig schönen Nachmittag zusammen. Ich bin Tobias Schmidt von Hitradio RT1. Vielleicht haben wir uns irgendwo mal im Radio gehört. Ich darf heute der Co-Moderator sein von Manfred Pöller. Ich stelle ihn aber gleich nochmal offiziell vor. Wir haben einiges vor. Es ist die 59. Wettbewerbsrunde. 68 Projekte, 101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 7 Fachgebiete und wir haben einiges zu feiern. Ihr könnt extrem stolz auf euch sein. Ich durfte ja so ein bisschen reinspitzeln und durchlesen, was da alles passiert ist. Das ist wirklich beeindruckend, was ihr da macht und das verdient nochmal einen richtig fetten Applaus für euch selber. Wir verneigen uns vor euch und damit ihr euch heute richtig wohlfühlt, ist später auch noch gut für Verpflegung gesorgt. Die Presse ist quasi da, also hier mit Kamera und Video. Und wir haben auch noch musikalische Begleitung. Das beste Jazz-Trio der Hochschule Augsburg ist heute hier, nämlich bestehend aus Arnold Fritscher am Piano, Hans Färber am Kontrabass und Hubert Malik am Schlagzeug. Und damit wir jetzt mit so einer richtig guten Energie in diesen Nachmittag reinstarten, spielen Sie uns jetzt noch einen kurzen nächsten Song. Das Jazz-Trio der Hochschule Augsburg. Die machen richtig Spaß und
Glücklicherweise bleiben Sie auch noch den gesamten Nachmittag hier bei uns. Die Spannung steigt. Wer gewinnt heute? Beziehungsweise ihr seid ja alle Gewinner, aber welche Projekte gewinnen heute die entsprechenden Plätze? Wir möchten, bevor wir jetzt richtig loslegen, noch dick Danke sagen, und zwar an unsere Patenunternehmen, die das überhaupt hier möglich machen, dass das stattfindet. Nämlich zum einen die Xitaso GmbH, Digitalisierungspartner und Experte für High-End Software Engineering. Kurzer Szenenapplaus als Dankeschön. Und natürlich die Technische Hochschule Augsburg. Dankeschön, auch hier ein Applaus. Beide sind jetzt das dritte Jahr in Folge Patenunternehmen. Da sagen wir natürlich danke, 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 dass das so unterstützt wird. Er hier neben mir ist länger als das dritte Jahr dabei. Er ist ja quasi das Urgestein von Jugend forscht und Schüler experimentieren, auch wenn man es ihm wirklich nicht ansieht. Also ich glaube mittlerweile das 20. Jahr, das ist also zwei Jahrzehnte, auch das verdient nochmal einen fetten Applaus. Manfred Pöller, der Wettbewerbsleiter, der da Schweiß und Blut schwitzt und mit so viel Liebe und so viel Engagement seit so vielen Jahren einfach guckt, dass dieses tolle Projekt und dieser tolle Wettbewerb immer wieder stattfinden kann. Ich übergebe an den großen Manfred Pöller. Ja, lieber Tobi, danke für die warmen Worte. Ich möchte zunächst mal auch als Wettbewerbsleiter euch, liebe Jungforscherinnen und Jungforscher, eure Eltern, eure Betreuerinnen und Betreuer und all die Gäste, die gekommen sind, um bei eurer Feierstunde mit dabei zu sein, ganz, ganz herzlich begrüßen. Liebe Jufus, ihr bekommt das, denke ich, auch mit. Krise ist so ein Wort, an dem man in diesen Tagen kaum vorbeikommt, das praktisch ständig in den Nachrichten ist. Von der Klimakrise wisst ihr schon lang, da gibt es genug Jugendforscharbeiten dazu, dann kam Corona, der Überfall Russlands auf die Ukraine, das Erstarken rechtsextremistischer Parteien. Für manche Grund genug, den Kopf in den Sand zu stecken. Und natürlich könnt ihr nicht so viel beitragen, um diese globalen Krisen zu bewältigen und in den Griff zu kriegen. Aber ihr könnt schon euch auf den Weg machen, euren Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten. Und mit euren Forschungsarbeiten, mit euren Experimenten und Projekten seid ihr einen ersten kleinen Schritt auf diesem Weg gegangen. Wissenschaft und Forschung haben schon immer in unserer Geschichte neue Wege aufgezeigt und das wird hoffentlich auch in Zukunft funktionieren. Dass das gelingen kann, dafür seid unter anderem mit ihr zuständig. Wer, wenn nicht ihr, sollte diese Aufgabe angehen? Drum wünsche ich mir, dass ihr euer Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Themen beibehaltet und diesen euren Weg weiter verfolgt. Der Applaus, den ihr jetzt bekommt, von mir und all den anderen Erwachsenen, soll euch dazu ermuntern. Ja, und jetzt können wir auch schon langsam loslegen mit den Preisen. Allerdings muss ich zuerst, bevor ich zu euch komme, noch ein paar Preise vergeben, die für eure Betreuenden sind und für eure Schulen. Und da möchte ich beginnen mit einem Sonderpreis für engagierte Talentförderer, und da möchte ich auf die Bühne bitten den Herrn Alexander Heimburger. Applaus
Ja, und jetzt passiert genau das, was ich befürchtet habe. Ich habe noch versucht, ihn zu kontaktieren. Er war heute Mittag da, dann war er schon weg. Die Schüler, die er betreut hat, haben gesagt, sie versuchen alles. Jetzt ist er leider nicht da. Den Preis bekommt er natürlich trotzdem. Und ich erzähle dann Ihnen ein bisschen, warum er ihn bekommt. Er ist seit 2020 mit dabei und kommt aus Neuses, vom Justus von Liebig-Gymnasium. Und nachdem ich schon so lange bei Jugendforscht mit dabei bin, weiß ich, dass das Justus von Liebig-Gymnasium in den Nullerjahren ein Jugendforsch-Schwergewicht war. Die wurden sogar mal Bayerische Forscherschule des Jahres. Und wie das so ist, wenn die Lehrkräfte, die Jugendforscht am Leben erhalten, in den Schulen dann gehen und es findet sich nicht gleich ein Nachfolger, dann ist das plötzlich leider sehr schnell zu Ende. Und darum gab es eine lange Zeit, da habe ich wenig Projekte oder auch keine aus Neuses gesehen. Und der Herr Heimburger hat das wieder geändert. Das macht er seit einigen Jahren. Und dafür wollte ich ihn auszeichnen, dafür möchte ich ihn weiterhin ermuntern. Und jetzt geben wir ihm in Abwesenheit einen Applaus, denke ich mal. So, noch ein Preis, ein ganz wertiger Preis für jemand, der schon seit längerer Zeit Projekte betreut bei Jugendforscht. Es ist der CTS-Preis für Betreuende. Das ist eine Reise über ein ganzes Wochenende zu dieser Firma, die sonst Gruppen- und Studienreisen organisiert und da ein Vernetzungstreffen für Betreuende macht, ein Austauschforum schafft und so Betreuende aus der ganzen Bundesrepublik zusammenbringt. Es freut mich, dass ich diesen Preis an Frau Cornelia Euringer-Klose übergeben darf. So, freut mich, dass Sie verreisen dürfen im Herbst. Wir haben es vorher schon abgesprochen, es ist ja gar nicht so einfach, ein ganzes Wochenende sich dafür freizuschneiden. Bei ihr klappt es und das heißt, ich kann Ihnen diese Urkunde übergeben in der Hoffnung, dass Sie ganz, ganz viel von diesem Treffen profitieren werden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an Sie. Sie machen es ja schon seit 2017 und die FOSBOS Neuburg an der Donau, an der Sie ja tätig sind, die wird immer wieder mal hin und her geschoben, weil die Grenzen zwischen den Jugendforscht-Regionalwettbewerben durchaus nicht fest sind. Und so kam es, dass Sie immer auch wieder mal in Ingolstadt waren. Jetzt gibt es den Ingolstädter Wettbewerb nicht mehr, aber die Frage stelle ich Ihnen trotzdem noch, wo war es denn schöner oder ist es schöner? Also das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Ich hoffe, es ist keiner da aus Ingolstadt. Also ich habe dem Herrn Pöller schon immer gesagt, mei, lasst uns doch bei Augsburg. Also die Neuburger waren ja bis 1972 vor der Gebietsreform sowieso Schwaben. Deswegen haben die Neuburger schon immer einen sehr guten Kontakt zu Augsburg. Und es ist einfach toll hier. Also jetzt sage ich mal herzlichen Dank, Herr Pöller, es ist super und wir kommen total gern und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Neuburger Schulen, die da sind. Und ich werde schauen, dass Sie auch in Zukunft zu uns kommen können. Dankeschön. Frau Euringer-Klose, Sie waren zu schnell, weil Sie nochmal raufkommen müssen. Wo Sie doch schon mal da sind, Sie machen viel Arbeiten in der Chemie und da haben wir ein kleines Ausstattungsstück von der Firma Hohenlohe, ein MINT-Space-Experimentier-Tableau und das möchte ich Ihnen auch noch mitgeben. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, das dürfen Sie hier noch mitnehmen. Gerne. So. Die Patenfirma Xitaso hat einen eigenen Schulpreis ausgelobt. Das war ein Wunsch von mir, weil
wir früher immer einen richtig toll dotierten Schulpreis hatten, der auch mit Geld ausgestattet war. Und das fehlt ja an den Schulen immer. Jetzt haben wir den in Eigenregie aufgegleist. Es gibt 300 Euro. Und ausgelobt ist er für eine Schule auf dem Weg nach oben, die also früher vielleicht nicht so viel Jugendforsch gemacht hat oder mal eine kleine Pause hatte, wo vielleicht auch ein neuer oder seit einigen Jahren wirkender Betreuender am Werk ist. Und da haben wir uns in diesem Jahr entschieden für das Deutschherrn-Gymnasium in Aichach. Und ich möchte den Herrn Sebastian Fiedler zu mir auf die Bühne bitten. Wir kennen uns, er war mal Referendar an der Schule, an der ich auch unterrichte. Sebastian, herzlichen Glückwunsch, die Urkunde dafür. Du bist jetzt im dritten Jahr tätig, bist sozusagen neu dabei und so ein Jugendforscht-Neustart ist ja gar nicht so einfach, denke ich mir. Und da wäre meine Frage gewesen, wie sind denn deine Erfahrungen jetzt so nach 3 Jahren Jugendforscht, wenn man da neu reinstartet? Also das Schwierige am Anfang ist natürlich, viele zu begeistern, mitzumachen, Personen zu finden und dann aber auch die Personen mit dabei zu halten. Und wenn man dann bei den Wettbewerben ist, das ist natürlich sehr eine tolle Veranstaltung, das macht jedes Jahr Spaß und den Kindern auch, sie kriegen eine tolle Bestätigung für das, was sie jetzt die ganze Phase auch geleistet haben. Also ich bin sehr gerne hier und ich hoffe auch, dass wir das noch viele Jahre so machen können. Da freue ich mich drauf. Danke. Vielen Dank. So. Das ist jetzt ein größeres Paket hier. Montagematerial, ich lege es zur Seite. Eine Urkunde, stelle ich gleich noch vor. Ein Schreiben. Eigentlich geht es um das hier. Diese Plakette darf sich eine Schule an den Eingang in irgendeinen Gang schrauben, da wo es gut aufgehoben ist, die für die Bayerische Forscherschule des Jahres nominiert wurde. Es gibt 12 Regionalwettbewerbe, die nominieren alle. Sie können sich vorstellen, es ist nicht so einfach, Bayerische Forscherschule des Jahres zu werden. Hier in unserer Region, ich habe es letztes Jahr schon erzählt, aber ich erzähle es gerne wieder, war es vor einigen Jahren das Zimpert-Krämer-Gymnasium in Krumbach, dem das gelungen ist. Und vor 2 Jahren war es das Maria-Warth-Gymnasium hier in Augsburg, die also über viele Jahre sehr erfolgreich jugendforscht, Teilnehmer auf den Weg bringen, zum Wettbewerb bringen und auch entsprechend erfolgreiche Teilnehmer haben. Ich musste diese beiden Schulen jeweils 3 Jahre lang hintereinander nominieren, damit es endlich geklappt hat. In dem Jahr möchte ich von dem Verfahren ein bisschen abweichen. Letztes Jahr waren es die Donauwörter, die sind auch wieder stark vertreten und ich kann mir gut vorstellen, wenn die so weitermachen, dann werden sie auch irgendwann einmal in diesem Auswahlverfahren gute Chancen haben. Bevor es dort soweit ist, möchte ich aber eine andere Schule auszeichnen und nominieren für diese Auszeichnung. Ich denke, die Konkurrenz ist hoch und ob sie es wirklich das schaffen werden, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass sie es verdient haben, seit Jahren immer wieder tolle Ergebnisse und der Name spricht ja schon irgendwie Bände. Es steht wieder mal Maria Warth drauf, Maria Warth Gymnasium, aber eben, wieder mal Maria Warth Gymnasium, so schnell darf man gar nicht hintereinander nominieren, aber es gibt ja noch ein zweites und das ist in Günzburg und da möchte ich die Frau Shimana Pfeiffer zu mir auf die Bühne bitten. Ich glaube, Sie sind schon das Herz der Jugendforschaktivitäten an Ihrer Schule, das darf ich so sagen, kommen Sie rücken ein bisschen rüber.
Und ich weiß nicht so genau, und darum frage ich jetzt einfach mal nach, man wird sowas nicht ganz umsonst, man bekommt auch so eine Nominierung nicht umsonst. Wie läuft Jugendforscht bei Ihnen an der Schule? Ja, ich bin jetzt ganz überwältigt und sprachlos. Also, bei uns läuft es so, dass ich manchmal Leute anspreche, ob sie mitmachen wollen, und wir haben eine AG. Und da melden sich Kinder an, am Anfang vom Schuljahr. Und wir sind eigentlich die meisten Male bei Schülerexperimentieren dabei. Und wenn sich da jemand findet, der Lust hat, ein Projekt zu machen, dann suchen wir uns ein tolles Thema. Und das machen eigentlich die Kinder meistens selber. Ich habe Vorschläge, aber die meinen Vorschläge, ja, die sind eigentlich immer nur so eine Basis, und die meisten Kinder suchen sich ihr Thema selber raus, weil sie müssen ja dann auch ziemlich lang dran arbeiten, ohne dass sie die Lust verlieren. Und ich frage eigentlich fast jedes Mal, wenn wir zusammen waren, hat euch denn Spaß gemacht? Und wir treffen uns also meistens einmal die Woche und arbeiten dann so 2 Stunden an den Projekten. Und wenn es halt öfter sein muss, dann auch öfter. Genau. Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur einmal öfter ist, weil die Jury berichtet mir, dass ihre Projekte immer toll betreut sind und man merkt die Begeisterung der Teilnehmer. Und wir wünschen uns natürlich, und das dürfen Sie gerne auch weitergeben, dass diese Plakette Ihnen auch Ansporn ist und vielleicht auch dann bei den Größeren auch noch mehr der Zukunft. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Kurz, Moment. So. Also das ist ein ganzes Paket des Anschreibens. Sie müssen arbeiten jetzt, weil mit der Nominierung sind auch Pflichten verbunden. Da drüben sieht man schon ein Nicken von einem anderen Maria-Wart-Gymnasium. Aber ich denke, es lohnt sich auf die Dauer. Viel Erfolg. Danke, Manfred. Und jetzt kommen wir so langsam aber sicher in die Preisverleihung. Vorher hören wir aber noch ganz kurz einen Song von unserem großartigen Jazz-Trio hier von der Hochschule. Es ist soweit. Wir beginnen mit der Preisverleihung. Insgesamt 101 Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
68 Projekte, 7 Fachgebiete, das sind Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathe, Informatik, Physik und Technik. Und wir stellen euch jetzt hier nochmal alle Projekte hintereinander vor. Wenn ihr aufgerufen werdet, dann kommt einfach schon mal zu uns mit auf die Bühne vor, wenn ihr euren Namen hört. Den begrüßen wir natürlich dann auch mit einem dicken Applaus. Und wenn dann alle zusammen hier stehen, geht es um die Urkundenvergabe. Soweit, so klar? Ja, sehr gut. Den Anfang macht das Fachgebiet Arbeitswelt und wir beginnen mit Schüex und dem ersten Projekt. Plätzchenformen aus dem 3D-Drucker. Aus diesem kleinen Scherz hat Nelly Pinter ein Forschungsprojekt gemacht. Für den Schulweihnachtsmarkt hat die Schülerin vom Stetten Ausstecher in Form des Schulwappens erstellt. Sehr, sehr cool. So, und die Form soll natürlich auch bestehen in Richtung, gut, kann man die waschen, besteht sie den Praxistest, funktioniert es wirklich mit dem Plätzchen ausstechen. Herzlich willkommen, Nelly Pinter. Bist du schön getroffen auf dem Bild? Also das gerade eben warst du auf dem Bild. Nächstes Projekt, Duschgel, Kosmetikartikel, Haarshampoo. Alle können Mikroplastik beinhalten. Und damit das nicht ungefiltert ins Grundwasser gerät, haben sich Estienne Schmidt, Nils Dreher und Silas Liam Hertle vom Gymnasium Donauwörth damit beschäftigt. Sie haben in Richtung Filter gedacht, die zukünftig dann in die Dusche oder auch in das Waschbecken reinkommen, damit eben kein Mikroplastik mehr ins Grundwasser gerät. Kommt zu uns, auch mit einem Applaus. Dann so ein richtig kühles Getränk im Sommer wäre mega, oder im Winter, wenn es dann kalt wird, ein richtig heißes Getränk, ein heißer Tee beispielsweise, und das auch noch so auf Knopfdruck in einer Flasche. So eine Wunderflasche haben entwickelt Jona Blitzinger, David Machel und Merlin May vom Descartes-Gymnasium in Neuburg. Das Kühlen und Erwärmen in einer Flasche auf Knopfdruck. Das Auge ist bekanntlich mit, das wissen wir, aber können wirklich Farben unser Essverhalten beeinflussen? Diese Frage haben sich gestellt Paulina Hörmann und Sophia Zakirov vom Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg. Sie wollen herausfinden, inwieweit sich die Farbe des Tellers und der Essumgebung auf den Appetit des Testessers auswirkt. So, wir gucken erstmal in Fragen der Augen. Ja, es hat Auswirkungen. Ein Ergebnis war zum Beispiel, den größten Appetit hatten die Probanden, wenn sie von blauen oder violetten Tellern gegessen haben. Habt ihr schon einen Applaus bekommen? Rutscht gern mal noch so ein bisschen zu mir rüber, dass wir Platz haben. Der sogenannte Handtremor, das ist ein Muskelzittern in der Hand und eines der häufigsten Symptome von Morbus Parkinson. Betroffene können ihre Hände nicht mehr richtig bewegen, beziehungsweise es zittert die ganze Zeit beim Essen. Anastasios Avanidis vom Justus von Liebeck Gymnasium Neuses hat ein Esswerkzeug entwickelt mit Sensoren und Reglern. Kann dieser Handtremor ausgeglichen werden? Das ist wirklich beeindruckend und dabei handelt es sich um eine Art Löffel. Und dieser Löffel ist in der Herstellung so nicht mehr als 10 Euro, also wirklich marktfähiges Ding. Cool, auch für dich noch ein Applaus. Letztes Projekt. James Bond wäre wirklich stolz auf ihn, auf Julian Klinger vom Gymnasium Donauwörth, kommt zu uns. Denn Julian hat etwas extrem Cooles entwickelt. Eine Spiegelbrille, mit der man unauffällig nach hinten schauen kann. Und dazu gibt es einen Brillenaufsatz aus 2 kleinen Spiegeln, die mit Scharnieren aus dem 3D-Drucker an eine Brille befestigt werden. Auch das eine sehr coole Idee. Hier stehen Sie. Ich übergebe an Manfred. Gut.
Bevor ich jetzt bei euch beginnen kann, noch ein wichtiger Hinweis, der nicht nur euer Fachgebiet betrifft, aber der in eurem Fachgebiet zutrifft. Der erste Preis hier kann nur an Regionalsieger vergeben werden, die dann auch zum Landeswettbewerb fahren dürfen. Und das kann nicht in jedem Fachgebiet passieren, weil wir gar nicht so viel Sieger küren dürfen. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Bei Arbeitswelt Schüler experimentieren ist es so, da wird es also keinen Sieger geben. Aber natürlich darf ich trotzdem Preise vergeben und da beginne ich mit einem Sonderpreis, den Sonderpreis des VDI, das ist ein Buchpreis und den bekommt Anastasios Arvanidis vom Justus von Liebig Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Gratuliere. So, und dann haben wir gleich noch einen weiteren Sonderpreis zu vergeben und der geht an einen der sehr jungen Teilnehmer hier, da muss ich dahinter gucken, denke ich mal. Das ist der Julian Klinger aus Donauwörth, der bekommt ein Giolino-Abo. Wow, herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen zu den Platzierungen. Auf dem dritten Platz, Sie bekommen den dritten Preis, sind zwei Mädchen vom Maria-Watt-Gymnasium, die Paulina Hörmann und die Sophia Sakirov mit ihren Experimenten. Herzlichen Glückwunsch. Amen. So. Und auch einen zweiten Preis hat die Arbeitsweltjury zu vergeben. Und den bekommt die Nelly Pinter. Hey! Herzlichen Glückwunsch. So. 3D-Drucker als Küchenhelfer. So, dann sind wir noch nicht durch, weil das war ja nur Schüler experimentieren. Jetzt kommen die Teilnehmer Jugend forscht, wobei so viele gibt es da gar nicht. Ach, die haben wir noch gar nicht aufgerufen. Richtig, dann rufen wir die doch erstmal auf die Bühne. Okay, wir haben uns, falls ihr euch gewundert habt, hä, wer ist denn das da rechts an der Seite? Du bist schon aufgerufen, Vadim Skliarov, spricht man richtig aus, oder? Okay. Was hat Vadim gemacht? Es gibt ja immer mehr Sport-Apps auf dem Markt und einige haben vielleicht auch Sport-Apps auf dem Smartphone, aber habt ihr euch jemals gefragt, ob diese Ergebnisse in diesen Apps überhaupt stimmen und auf welchen Daten diese Ergebnisse dann überhaupt beruhen? Mit dieser Frage hat sich Vadim vom Jakob-Fugger-Gymnasium beschäftigt. Er testet verschiedene Applikationen und ist dabei auf sehr spannende Ergebnisse gekommen. Dann gibt es eine weitere App im App Store Himmel und im Jugendforscht-Universum und sie heißt Track My Wiese. Also allein der Name ist, finde ich, sehr preisverdächtig. Luisa Zajicek vom Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen hat eine App entwickelt und diese App steigert die Effizienz beim Grassieren. Was das ist, erklärt sie uns vielleicht gleich noch, aber es geht um sämtliche Arbeitsschritte vom Absuchen der Wiesen über das Mähen, Aufhäufen und Abholen der Grassilage auf allen Wiesen eines Hofes. Und genau das wird in der App übersichtlich dargestellt. So weiß immer jeder, wo was liegt, wer wann wie dran ist. Und so wird das immer effektiver. Coolerweise wird diese App nicht nur getestet, sondern sie wird auch in real in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Also Big Applaus, tolle Idee. Die App Track My Wiese. Ja, zwei Kandidaten. Es gibt genau einen Regionalsieg und damit darf man zum Landeswettbewerb fahren und da darf hinfahren
die Luisa Zajcek. Herzlichen Glückwunsch. Die Luisa ist nicht zum ersten Mal da. Sie interessiert sich unglaublich für das Thema Landwirtschaft. Sie geht zwar noch zur Schule, arbeitet aber ganz intensiv auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit. Und in dem Zusammenhang, Luisa, hätte ich auch eine Frage an dich. Wie bringst du das alles zeitlich auf die Reihe? Andere schauen Netflix und ich gehe halt in den Stall. Also, man muss sich die Zeit nur richtig einteilen, also das ist gar kein Problem. Herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir alle Preise vergeben. Mhm. Und dann ist Zeit für ein gemeinsames Foto. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen zusammenrucken, sonst kriegt der Fotograf das nicht drauf. Vielleicht machen wir eine zweite Reihe mit den Kleinen vorne auf. Passt so? So, und dann müssen wir natürlich noch die restlichen Urkunden verteilen. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Foto mit allen Urkunden. So, Etienne. Nils, Silas, der ist krank. Will sie mir jemand mitnehmen? Jonas. Könnt ihr machen, genau. So. So, und jetzt machen wir nochmal ein Foto mit allen Urkunden. Und ihr applaudiert auch richtig, dass man richtig gut strahlen kann. Schön. Und dann raus mit Applaus. Toll habt ihr es gemacht. Oder hier, genau. Die Geschenke. Oh, es gibt noch Geschenke für euch. Die sollen sie einfach wegnehmen. Gut, also ihr dürft einfach die Geschenke, die Teilnehmergeschenke hier, jeder eins mitnehmen bitte beim Runtergehen. Dankeschön an unser Trio. Falls es gerade noch untergegangen ist, ihr dürft dann eure Teilnehmergeschenke hier von eurer Seite aus links neben der Bühne mitnehmen, wenn ihr dann von der Bühne runterkommt. Wir kommen zum nächsten Fachgebiet, nämlich Biologie, und stellen euch das erste Schüex-Projekt vor. Vega Cuervo Acevedo und Maja Tschech. Was für Namen. Haben was für schöne Namen. Ihr kommt vom Gymnasium Donauwörth und ihr habt euch in eurem Projekt Gedanken darüber gemacht, ob das Material von Pflanztöpfen Wachstum und Entwicklung von Nutzpflanzen beeinflussen kann und ob sich über das Material bessere und nachhaltigere Anbaubedingungen schaffen lassen. Ihr habt ausprobiert Plastik, Zeitungspapier, Töpfe und habe dann Tomaten- und Bohnenzöglinge eingesetzt. Was dabei rausgekommen ist, super spannend. Luna Bauer und Sophia Knoblich beobachten, wie unterschiedlich die Keimlinge von Bohnensamen aussehen. Die beiden kommen vom Maria-Wart-Gymnasium Günzburg und in ihrem Untersuchungsprojekt machen sie überraschende Beobachtungen. Beispielsweise spielt der Abstand der Lichtquelle zur Pflanze eine sehr wichtige Rolle. Fiona Köntop, Sarah Kirchner und Ilona Reiner vom Maria-Wart-Gymnasium in Günzburg mögen Asseln. So, sie mögen Asseln, deswegen haben sie die kleinen Krabbeltiere genauer unter die Lupe genommen und erforschen Lebensräume
von Kellerasseln und Mauerasseln. Und nicht nur die Lebensräume, sondern auch die Vorlieben haben sie erforscht. Dabei hatten sie sehr viel Spaß und beide Parteien an diesem Projekt hatten es, glaube ich, sehr schön. Es gab nämlich auch eine eigene Assel-Tiefgarage. Da haben sich die Asseln sehr gefreut über die Tiefgarage und ihr habt euch wahrscheinlich sehr gefreut, dass ihr sie bauen konntet. Also, sehr schöne Idee. Wir kommen zum vierten Projekt. Kressesamen. Kressesamen scheinen erstmal recht einfach wachsen zu lassen. Vielleicht gibt es aber doch ein bisschen mehr zu beobachten. Lennox Hopf, Letizia Englert und Ella Heumann vom Gymnasium Roth untersuchen in ihrem Projekt, ob bestimmte Stoffe das Wachstum der Pflanze fördern oder ihm schaden können. Dazu setzen sie der Kresse unter anderem Öl, Essig, Gurkenwasser, Kaffeesatz, Ei oder weitere haushaltsübliche Substanzen zu. Interessanterweise schaden die meisten Stoffe der Kresse eher, aber Kaffeesatz scheint sie ganz gut zu mögen irgendwie, ne? Sehr, sehr schön. Fünftes Projekt. Welche Auswirkungen hat Plastik? Clara Riewal und Liv Felder vom Gymnasium Donauwörth beschäftigen sich in ihrem Projekt mit dieser Frage, ob Plastik auch Auswirkungen auf Mikroorganismen haben kann. Die beiden haben Pantoffeltierchen gezüchtet, einmal in einem Plastik- und einmal in einem Glasgefäß und das Ganze dann verglichen. Sechstes Projekt, nochmal Kresse, nochmal sehr kreativer Ansatz. Leon Maheras, Neva Kabuk und Rosalie Zille vom St. Bonaventura-Gymnasium in Dillingen. Sie haben Kressesamen gepflanzt und untersuchen, welchen Einfluss verschiedene Flüssigkeiten auf Keime und Wachstum haben können. Sehr gute Erfolge erzielen, das ist sehr lustig. Coca-Cola und schwarzer Tee. Kresse, die ausschließlich nur mit Wasser gegossen wurde, hat zwar am Anfang ganz gut performt, aber dann stark nachgelassen. Die mit Cola oder schwarzem Tee ist deutlich erfolgreicher gewesen, ne? So wie ich das verstanden habe. Applaus für euch! Weiter geht's mit Fichtenholz. Ella Meissner vom Deutschherrengymnasium Eichach untersucht, welche Faktoren dem Holz besonders zusetzen. Fazit: Am besten halten sich die Holzstücke in Kochsalzlösung, am schnellsten zersetzen sie sich in verdünnten Zitronensaft. Perspektivisch könnte das Projekt um den Einfluss von Pflanzen und Tieren erweitert werden. Wir sind immer noch in der Biologie und fragen uns, wie verlässlich Fitness-Tracker denn sind, wenn es um die Erfassung der aeroben Leistungsfähigkeit geht. Das untersucht Luisa Zenk vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg für ihr Projekt. Wertet die sportliche Schülerin unterschiedliche Daten aus, die sie über 2 Jahre hinweg gesammelt hat und unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Sportarten. Da ist sie, die sportliche Schülerin. Sehr schön. Weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob Sie das wissen, es gibt Vogelerkennungs-Apps, also Apps, die erkennen anhand des Zwitscherns, welcher Vogel hier gerade zwitschert. Und Clara Kunze vom Deutschherrengymnasium Eichach vergleicht die Angebote miteinander und findet heraus, welche App da wirklich zuverlässig ist und am besten funktioniert und am besten auch für eine avifaunistische Kartierung geeignet ist. Coole Idee. So viele Biologieprojekte. Weiter geht's mit Emmy Dehling und Magdalena Hammerl vom Gymnasium Hilpoltstein. Sie haben sich auf Stabheuschrecken eingerichtet. Ja, sie haben sie nämlich als Haustiere, aber auch für ihr Projekt verwendet und haben sich gefragt, auf welchem Untergrund sich die Stabheuschrecken am wohlsten fühlen. Sie befestigen nebeneinander Teppich, Papier, Erde, Watte und Plastik in ihrem Terrarium und zählen dann anschließend die Eier, die die Tiere da hinterlassen haben. Interessanterweise scheint Watte hier der Vorreiter zu sein und die Stabheuschrecken fühlen sich da am wohlsten, ihre Eier zu legen. Glückwunsch an euch beide, toll. Dann
geht es weiter mit zwei Brüdern, und zwar Lukas und Jonas Brandl, zusammen mit Ludwig Schimpfhauser vom Maria-Wart-Gymnasium Augsburg. Sie haben sich damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen Samen am besten keimen und wachsen können. Dazu sehen sie Kresse, Alpha-Alpha und Brokkolisamen auf verschiedene Böden an. Am wohlsten fühlen sich die Keimlinge auf einem Erde-Sand-Gemisch mit Rot-Blaulicht und einer Wassermenge von 2 Milliliter pro Tag. Applaus! Und das 12. Bio-Projekt. Wir wissen ja, dass immer mehr Plastik auf dem Boden liegt. Samuel Egger vom Deutschherrn-Gymnasium Eichach weiß das auch und untersucht, wie sich unterschiedliche Verpackungsmaterialien in der Erde auf die Keimung und das Wachstum von Pflanzen auswirken. Dazu pflanzt er Radieschen mit Kleinstteilen unterschiedlicher Verpackungselemente oder Verpackungsmaterialien und vergleicht dann die Entwicklung der Keimlinge und Pflanzen. Auch ein sehr spannendes Thema. Sollen wir gleich weitermachen? Hui, dann machen wir gleich weiter. Jugend forscht, es geht weiter mit Viktoria. Habt ihr noch Platz auf der Bühne? Ansonsten könnt ihr gerne mal noch ein bisschen zu mir rutschen. Viktoria bekommt ihren Applaus. Sie ist begeistert von sogenannten Streuobstwiesen. Ihr erster Eindruck dabei, sie sind bunt, laut, trubelig und mitten in der Natur. Und in ihrem Projekt untersucht sie die Bedeutung von Streuobstwiesen für die Artenvielfalt und Biodiversität. Dazu erfasst sie von Mai bis September Tier- und Pflanzenarten auf 2 Streuobstwiesen in Augsburg und im Umland und zeigt Maßnahmen zum Schutz und Erhalt dieser vielfältigen und artenreichen Ökosysteme auf. Tolle Idee. Die ersten Tage nach Geburt eines Kalbs sind sehr entscheidend für seine Gesundheit, seine Entwicklung und die spätere Milchleistung. Eine optimale Versorgung ist hier besonders wichtig. Daher spielt die Tränkemethode bei der Aufzucht der Tiere eine sehr wichtige Rolle. Luisa ist mal wieder da. Hallo, again. Und sie hat untersucht in ihrem Projekt verschiedene Methoden unter kritischer Betrachtung der beliebten Ad libitum-Tränke. Was bedeutet das? Da kann das Kalb selber aussuchen, wie viel es trinkt. Insgesamt hat sie 506 Rinderdaten ausgewertet und ist da zu einem Ergebnis gekommen. Toll, dass du nochmal da bist. Phytoplankton als Superheld. Na, unbedingt, sagt Emily Mack von der staatlichen Forstpost Triesdorf. Schließlich könnte Phytoplankton einige Herausforderungen der aktuellen Klimakrise meistern. Als nachhaltige Ressource ist es ein guter Ersatz für fossile Rohstoffe und außerdem als Nahrungsmittel geeignet. Anhand von 2 Arten untersucht die Schülerin, unter welchen Bedingungen sich Phytoplankton gut kultivieren lässt. Wie man auch immer auf so eine Idee kommt, sie klingt extrem gut. Applaus für Emily. Jetzt sind wir hier gerade in Augsburg. Manche sagen, Augsburg ist eine Stadt. Manche sagen, Augsburg ist und bleibt ein Dorf. Aber es ist auf jeden Fall eine Stadt, auch mit gewissem Stadtlärm. Für Mensch und Tier kann Stadtlärm ziemlich unangenehm sein, aber hat Lärm auch Auswirkungen auf Pflanzen? Das will Emir Kaktay Aktas von der staatlichen Fachoberschule Neuburg wissen. Er hat dazu Kressepflanzen beschallt, und zwar in 3 unterschiedlichen Stadien. Die erste Station wird erstmal in Ruhe gelassen, die zweite Kressepflanze wird konstant mit 440 Hertz beschallt und die dritte dann mit Straßenlärm. Ergebnis, die Pflanzen reagieren auf Stadtlärm und zwar mit oxidativem Stress. Also Lärm hat auch Auswirkungen auf Pflanzen. Hast du schon Applaus bekommen? So, Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, das beschäftigt den lieben Jonas. Er ist Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Neu-Ulm und sieht hier eine große Chance für resilientere Landwirtschaftsformen. In seiner Arbeit analysiert er Silvorables Modell Agroforst, Silvo
arables Modell Agroforstsystem. Und das hat er gemacht mit einem Kirschbaum, Sommergerste und Sommerweizen. Es gibt sogenannte invasive Pflanzenarten in Augsburg entlang der Wertach, zum Beispiel das indische Springkraut oder den japanischen Staudenknöterich. Blöderweise verdrängen diese die einheimischen Arten an der Wertach. Und Evelyn Schmidt vom Maria-Ward-Gymnasium hat das Ganze mal ein bisschen genauer beobachtet, diese Verbreitung von Juni bis August, und gleichermaßen eine ziemliche Dringlichkeit herausgefunden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die invasiven Pflanzenarten. Applaus für Evelyn! Und jetzt ist es soweit. Natürlich. Unser teilnehmerstärkstes Fachgebiet, 18 Projekte sind es in diesem Jahr, 12 bei Schüler experimentieren, 6 bei Jugend forscht. Seit langem ist Biologie ein Fachgebiet, das sehr, sehr beliebt ist. Und darum haben wir hier wirklich eine volle Bühne. Und wir machen uns gerade schon Sorgen, wenn ihr einfach mal einen kleinen Schritt nach vorne geht, die da ganz hinten an der Kante rumturnen, nicht, dass er nur runterfällt. Wunderbar. Und jetzt können wir das Ganze angehen. Natürlich, wo viele Projekte sind, da sind auch viele Preise. Und darum beginne ich gleich mal mit einem Sonderpreis, ein Jahresabonnement der Zeitschrift Natur. Und das bekommt Samuel Egger vom Deutschherrn-Gymnasium. Wo ist er denn? Bitte nach vorne treten. Da. So. Ich gratuliere Samuel. So, ein weiterer Sonderpreis, der geht an ein Projekt, das wirklich interdisziplinär ist. So heißt er auch, der Sonderpreis plus MINT. Es ist ein Geldpreis und den bekommt die Luisa Zenk für ihre Leistungsmessungen von Variables. Herzlichen Glückwunsch. Noch ein Sonderpreis. Er geht nach Donauwörth an zwei Mädchen, Grabmer, erst 11 Jahre alt. Sie haben sich um ein Umweltthema gekümmert. Es ist der Sonderpreis Umwelttechnik und den bekommen Clara Rival und Liv Felder. Gratuliere, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt sind wir endlich am Stockerl angekommen, wie die Österreicher sagen. Also bei den Plätzen 3, 2 und 1, die sind natürlich belegt. Und auf dem dritten Platz, sie bekommt einen dritten Preis, ist eine sehr, sehr junge Teilnehmerin. Sie kommt aus Eichach, es ist die Ella Meissner. Herzlichen Glückwunsch, Ella. So, sie hat sich mit Fichtenholz beschäftigt und an der gleichen Schule gibt es noch mehr Biologiearbeiten. Auch der zweite Preis geht ans Deutschland-Gymnasium nach Eichach und zwar für eine Arbeit zum Vergleich von Vogelstimmen-Erkennungs-Apps. Clara Kunze. Bin hier. So, Sie fahren nach Regensburg in diesem Jahr. Dort findet der Landeswettbewerb Schüler experimentieren statt und es sind gleich drei, die fahren dürfen. Sie kommen vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg. Es sind die coolen Asseln, die die wilden Asseln untersucht haben. Glückwunsch. Müsst ihr noch richtig aufteilen?
So, jetzt brauche ich noch ein Mikro, weil ich habe natürlich noch eine Frage an euch. Sie haben ja zwei Sorten Asseln untersucht. Ich habe mich auch schlau gemacht. Vermutlich befinden sich bei mir zu Hause wie bei Ihnen auch beide Sorten irgendwo. Und wo, das sagt ihr uns am besten jetzt. Und vor allem, wie man sie unterscheiden kann. Also wenn Sie zukünftig nach Hause kommen und eine Assel finden, dann hören Sie auf folgenden Ratschlag. Wer möchte denn? Also man unterscheidet die Asseln, indem Kellerasseln haben eine grauere Färbung und wenn man sie umdreht, haben sie auf Bauchseite hinten zwei Trachelungen. Was haben die da? Die Mauerasseln sind dunkelbraun und die haben keine Trachelungen. Und die Kellerasseln, wie ihr Name schon sagt, die findet man im Keller und unter Steinen und die Mauerasseln eher im Komposthaufen. Genau, die mögen es nämlich feuchter, habe ich auch noch gelernt von euch. Alles klar, also wenn Sie das nächste Mal Asseln finden, dann schauen Sie mal genauer hin, dann haben Sie was gelernt hier und heute. Ich hätte auch noch eine Frage an euch. Was habt ihr denn mit einer Asseltiefgarage gebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Sehr cool. Vielleicht erinnern Sie sich, nominiert als Bayerische Forscherschule des Jahres wurde das Maria-Ward-Gymnasium Günzburg. Und dafür gibt es meistens einen Grund. In dem Fall haben wir hier noch einen guten Grund. Es gibt nicht nur einen. Nein, es gibt zwei Regionalsieger, das macht die Jury manchmal, wenn wir einfach besonders gute Arbeiten haben und auch genug Plätze noch übrig, die wir schicken können. Das war erfreulicherweise in diesem Jahr so. Und darum dürfen nochmal zwei Schülerinnen aus Günzburg zum Landeswettbewerb fahren. Es sind Luna Bauer und Sophia Knoblich. Glückwunsch. So, Bohnen habt ihr keimen lassen. Was ich mich gefragt habe, und ich bin leider nicht dazu gekommen, mit euch ein bisschen im Vorfeld zu quatschen, weil ihr immer weg wart, als ich vorbeikam, oder wenn, dann war jemand da und hat sich für die Arbeit interessiert. Was mich interessiert hätte, keimen lassen ist ja eine Sache, ab da habt ihr sie auch richtig wachsen lassen zu großen Bohnen. Erntet ihr Bohnen und mögt ihr sie auch essen? Moment. Also wir haben die Bohnen nicht ganz keimen lassen, wir haben sie 2 Wochen keimen lassen und sie dann vermessen. Und also bis zur Frucht ist er leider nicht gekommen. Schade, aber meine letzte Frage war ja, mögt ihr wenigstens Bohnen essen oder die ihr da wachsen lässt oder eher nicht so? Also ich würde sie essen. Aber ihr habt es noch nie probiert. Na, das wird auch dazu gehören. Bis jetzt noch nicht. Alles klar. So, da drüben haben sie sich ganz am Schluss hingedrängt. Ihr müsst noch warten, weil jetzt sind unsere großen Teilnehmer dran. Jugend forscht, da muss man 15 Jahre oder älter sein, die Jüngeren haben wir gerade schon hier erlebt. Da wird es wieder keinen Regionalsieg geben, so viel muss ich euch schon mal verraten. Aber immerhin habe ich einen Sonderpreis zu geben und der passt wunderbar. Die Schule ist in Augsburg und auch der Forschungsgegenstand befindet sich auf dem Grund der Stadt Augsburg, nämlich Streuobstwiesen. Und damit hat sich auseinandergesetzt die Viktoria Mellen. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann kommen wir zu den Platzierungen. Es gibt einen dritten Preis hier zu vergeben, der geht nach Neu-Ulm.
Jonas Schatz und der Silvo Arable Agroforst. Ja, einen ersten Platz gibt es leider nicht, aber einen zweiten immerhin. Emir Çağatay Aktaş von der Phosbos Neuburg. Gratuliere. So. Damit sind wir durch. Wir verteilen jetzt noch die Urkunden. Das wird eine Zeit lang dauern und dann machen wir noch ein Foto. Wenn ihr mithelft, dann kriegen wir es schneller gebacken. Auch ein Päckchen für mich. Vega. Leon. Rosalie. Mitnehmen. Ja. Neva. Maya. Emi. Hit the road, Jack. Willkommen. Ja. Willkommen zum nächsten Fachgebiet. Ihr seht es hier und es ist Chemie. Manchmal reichen ganz wenige Zutaten aus, um ganz spannende Experimente zu machen. In diesem Fall wurde eine Lavalampe kreiert aus Wasser, Rapsöl, Brausepulver und Lebensmittelfarbe von Alexander Mechning vom St. Bonaventura Gymnasium Dillingen. Im zweiten Schritt hat er dann auch noch eine zweite gemacht, ne? Mit Brausepulver aus Zitronensäure, Natron, Lebensmittelfarbe und Aroma. Jetzt könnt ihr klatschen. Sehr coole Idee. Die Lavalampe. Komm gleich mal hier zu mir, dann haben wir genügend Platz. Weiter geht's mit schwebenden Flammen. Können Flammen schweben? Sophia Velikaite und Emilia Englert vom Gymnasium Roth sind schon immer fasziniert von Feuerwerk. Jetzt wollen die beiden Farben in die Luft bringen. Erst sollen Flammen mit verschiedenen Chemikalien erstmal eingefärbt werden und dann in Seifenblasen verpackt zum Schweben gebracht werden. Die Herstellung von farbigen Flammen gelingt, diese aber dann zum Schweben zu bringen. Dafür bräuchte es Wasserstoff und es ist also Wasserstoff und es ist dann ein gewisses Sicherheitsrisiko. Aber ihr habt sie zumindest eingefärbt und das sieht mega aus. Schön, dass du da bist. Applaus für dich. Weiter geht's mit Jugend forscht. Letztes Jahr hat sich Maja Schora vom Simpard-Kremer-Gymnasium schon mit fluoreszierenden Stoffen in Holzgewächsen beschäftigt. Dabei hat sie festgestellt, dass der gelb leuchtende Stoff in der Rinde des Kreuzdorns seine Farbe in Blau ändert, wenn er mit Aluminiumkationen in Berührung kommt. So, jetzt wollte sie herausfinden, ob sich der Stoff als Nachweisreagenz für Aluminiumkationen eignet. Die Antwort ist ja. Tut er! Jetzt wird es magisch. Wir schauen auf Eisenchlorid und seine magische Seite. Stefanie Fischer, Emily Fuchs und Tina Kollmann vom Simpard-Kremer-Gymnasium in Krumbach haben ja, irgendwie eher zufällig eine Beobachtung gemacht. Sie haben im Unterricht drei Lösungen von Eisenchlorid über Nacht stehen gelassen und plötzlich bemerkt, hör, Moment mal, nur eine der drei hat deutlich die Farbe verändert. Warum denn eigentlich? Diesem Phänomen sind sie auf den Grund gegangen. Wind, Sonne, Wasserstoff,
Gerade in Zeiten des Klimawandels gewinnen regenerative Energien zunehmend an Bedeutung. Eine große Herausforderung dabei sind entsprechende Speichermöglichkeiten. Jonas Hasel von der staatlichen Phosbos Triesdorf hat mit seinem Projekt Anton eine Forschungsarbeit der Arbeitsgruppe Wasserstoff und Energie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Wow! Ziel des Ganzen ist es, einen effizienten Katalysator zur nachhaltigen und effizienten Speicherung von Wasserstoff zu entwickeln und Wasserstoff als Energieträger zukunftsfähig zu machen. Das klingt ziemlich fett. Jonas. Schon die Römer wussten das, dass wir mit der Natur extrem schöne Dinge kreieren können und Textil einfärben können. Ein paar Jahre später beschäftigen sich jetzt Annalina Voto und Luisa Hartmann vom Albertus-Gymnasium Lauingen damit. In ihrem Projekt testen die beiden, welche Substanzen sich am besten eignen zum Färben von Textilien. Dazu verwenden sie natürlich ausschließlich Stoffe, die man auch in der Natur findet. Was hat Nagellack mit Knochenleim zu tun? Weiß nicht, ob ihr es wisst, aber so ganz herkömmlicher Nagellack ist jetzt nicht unbedingt so das Gesündeste. Neben Weichmachern, die Hormonstörungen auslösen können, gibt es auch krebserregende Stoffe im Nagellack. Emily Schiebel-Bein und Leni Strauß vom Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen haben sich in einem früheren Projekt schon damit beschäftigt, mit der Herstellung von unbedenklichem Nagellack aus Knochen, Leim. Und dieses Jahr verbessern die beiden nochmal ihre Nagellacksubstanz in Richtung Trockenzeit, Wasserfestigkeit und natürlich mit natürlichen Zusatzstoffen. Mega. Was haben Bier und Brot gemeinsam? In beidem steckt Bier, fast. In beidem steckt Hefe drin. Ja, und mit der Hefegärung beschäftigt sich Lukas Seidle von der staatlichen Fachoberschule Neuburg an der Donau. Mithilfe einer Versuchsanordnung ermittelt er die Auswirkungen von Zucker und Temperatur auf den Gärprozess und stellt fest, dass die Art des Zuckers und die Umgebungstemperatur, die Gärung der Hefe, signifikant beeinflussen. Applaus! Wir machen uns sehr, sehr selten Gedanken darüber, was wir trinken. Manchmal trinken wir gerne ja auch Softdrinks, Säfte und oder Kaffee. Aber was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unsere Zähne? Vielen ist nicht bewusst, dass es Auswirkungen hat und nicht so hundertprozentig gesund ist. Wie schädlich sind diese Getränke? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich Makram Kutscher von der staatlichen Fach- und Berufsschule Neuburg an der Donau. Dazu führt er Untersuchungen an Rinderzähnen durch und setzt sie dann unterschiedlichen Säuren aus. Die Versuche zeigen, dass säurehaltige Lebensmittel Zahnerosion und Karies verursachen können, was letztlich bis zum Verlust der Zahnsubstanz führen kann. Sehr spannendes Projekt. So, jetzt ist es wieder übersichtlicher, nicht so wie bei den Biologen, aber auch hier eine erfreuliche Anzahl an Projekten, allerdings nur wenige bei Schüler experimentieren. Da kann ich auch nur einen einzigen Preis vergeben. Es ist der dritte Preis. Er geht ans Gymnasium Roth und bekommen tun ihn Sophia Welikaite und Emilia Englert. Schwebende Flammen. Wo steht ihr? Ah, da. So, da ist ja nur eine von beiden da, die Urkunde. Nimmt sie mit und dann sind wir schon bei den großen Teilnehmern. Da darf ich erstmal einen Sonderpreis vergeben, einen Buchgutschein. Wir bekommen ihn vom VDI, dem Verband Deutscher Ingenieure, und den bekommen Emilie Schiebelbein und Leni Strauß aus Gunzenhausen. Applaus.
der Sonderpreis passt mal. Sonderpreis Umwelttechnik für Katalysatoren für effiziente Wasserstoffspeicherung. Wunderbar, Jonas Hasel. Glückwunsch. So, und noch ein Sonderpreis, da kann er sich eine Zeitschrift raussuchen vom Heise Verlag, die veröffentlichen so verschiedene Zeitschriften. Make heißt das eine, CT die andere, die so im Computerbereich und 3D-Druckbereich hilfreich sind. Und die Chemiejury hat gemeint, Luca Seidle könnte damit was anfangen. Herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir bei den Platzierungen in Chemie. Da ist volle Besetzung auf den ersten drei Plätzen. Und über den Preisträger des dritten Preises kann ich sagen, er kann nicht nur Chemie, er kann auch Bowling, habe ich gesehen gestern. Er hat manchen Strike gehabt. Wir waren mit unseren Teilnehmern gestern Abend noch beim Bowling und ich denke, da hatten alle viel Spaß und es ist die optimale Ablenkung und Entspannung nach einem anstrengenden und doch eher kopflastigen Tag. Herzlichen Glückwunsch, Makram Kutscher. Ein dritter Preis und nach dem dritten Preis kommt der zweite Preis. Der geht aber gleich an drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er geht, ich glaube, das darf man mittlerweile so sagen, an die Chemie-Hochburg Schwabens, was den Nachwuchs und die Nachwuchsförderung angeht. Dann wissen die Insider, was gemeint ist, das Simpert-Krämer-Gymnasium in Krumbach. Da kriegen wir seit vielen Jahren einfach ganz tolle und ausgefeilte Chemieprojekte. Stefanie Fischer geht dort zur Schule, Emily Fuchs auch, Tina Kollmann ebenfalls, Eisen-3-Chlorid war ihr Thema. Herzlichen Glückwunsch, zweiter Preis. Gratuliere. So. Und wie es sich für eine Chemiehochburg gehört, stellen Sie natürlich, hätte ich fast schon gesagt, den ersten Preis. Da ist es eine Teilnehmerin, die allein gearbeitet hat, die ein ganz tolles Projekt gemacht hat, Maja Schorer, die sich mit Kreuzdornextrakt beschäftigt hat. Maja, komm zu mir. Gratuliere. Maja, ich habe mir das auch erklären lassen. Jetzt bin ich ja kein Chemiker, aber das, was ich toll fand bei deinem Projekt, du hast mir erklärt, dass man so ganz grob und natürlich mit dieser wissenschaftlichen Detailgenauigkeit auch als Laie deinen Versuch eigentlich nachvollziehen kann. Erzähl doch mal dem Publikum, wie das geht. Ich muss schnell einschalten, sorry. Jetzt. Also es ist so, dass der Kreuzdorn, wenn man den einfach in Wasser einlegt, entsteht eine gelbe Fluoreszenz, die man unter der Bestrahlung von UV-Licht sehen kann. Und wenn man Aluminium hinzugibt, es reicht auch in manchen Deos, ist auch Aluminium, verändert sich einfach die Fluoreszenz ins Bläuliche. Darf ich mal kurz fragen, wie du darauf kommst? Also ursprünglich, ich habe ja schon ein vorheriges Projekt und damals haben wir allgemein in einheimischen Baumarten nach Fluoreszenz gesucht und durch Zufall haben wir eigentlich bei der Fluoreszenz von Kreuzdorn Aluminium hinzugegeben und dann das wimmert. Durch Zufall? Ja. Wahnsinn. Das gibt es ja durchaus öfter in der Wissenschaft, dass jemand mal im Labor schlampert, was reinschmeißt und dann passiert plötzlich was, womit keiner gerechnet hat. Vielleicht war es ja in dem Fall auch so. So, übrigens, falls Sie UV-Licht nicht herstellen können, gibt es so kleine Lämpchen, kann man bestellen bei den üblichen Versendern im Internet, gar kein Problem, für ein paar Euro. Und dann können Sie mal richtig fluoreszierende Flüssigkeiten schnell selber herstellen und nachweisen. Danke dir. Ja.
dann haben wir noch einige Urkunden zu vergeben. Und der Alexander, genau. So, Alexander, wenn du ein bisschen darüber kommst und ihr noch zusammenrückt für den Fototermin. Wunderschön seht ihr aus. Super, super. Und dann raus mit Applaus. Yeah! Wir machen weiter mit unserem nächsten Fachgebiet und gehen rein in die Geo- und Raumwissenschaften. Kann man einen Vulkan nachbilden? Das haben sich Chiara und Aurora vom Gymnasium Roth gefragt und einen Vesuv-Vulkan nachgebaut. So ein richtiger Vulkan. Muss natürlich auch echte Lava spucken können. Deswegen experimentieren und kreieren sie schließlich einen Vulkan aus Draht, Ton, Acrylfarbe und Moos. Eine Mischung aus Essig und Natron wird dann als Lava eingesetzt und für den Rauch sorgen Weihrauch und glühende Kohle. Also es hat funktioniert. Vesuv einmal nachgebaut. Check, check. Applaus für euch. Das einzige Projekt, Schüler experimentieren im Geo- und Raumwissenschaften-Bereich. Wir machen weiter mit den Jugendforschprojekten. Als Folge des Klimawandels steigt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre an. Gleichzeitig sorgt die Klimaerwärmung für steigende Wassertemperaturen und eine Versäuerung der Gewässer. Tobias Brautsch vom Simpert-Kremer-Gymnasium in Krumbach untersucht in seinem Projekt, welche Auswirkungen unterschiedliche Kohlendioxidkonzentrationen, Salzgehalte und Temperaturen im Wasser auf korrosionsanfällige Materialien, insbesondere auf Metalle, haben können. Tobias, wow. Leben am Wasser kann sehr idyllisch sein und möglicherweise auch die Lebensqualität positiv beeinflussen. Aber hat Fließwasser in Städten auch Auswirkungen auf das Stadtklima? Marie-Christine Koppold vom Maria-Wart-Gymnasium in Augsburg hat sich genau das gefragt und interessanterweise festgestellt, es gibt einen geringfügig kühlenden Effekt an sehr heißen Sommertagen. Auch sehr spannend. Dann reisen wir in den tropischen Regenwald, beziehungsweise eben nicht mehr in den tropischen Regenwald. Letztes Jahr wurde wieder weltweit tropischer Regenwald abgeholzt, und zwar mit einer Fläche so groß wie die Schweiz. Das Ganze hat Folgen. Maßgeblichen Anteil
dieser Zerstörung hat der Anbau von Soja, Soja, das zur Fütterung von Masttieren verwendet wird. Lana ist schon da und Lana hat untersucht die Auswirkungen des exzessiven Anbaus am Beispiel Mato Grosso in Brasilien. Darüber hinaus führt sie Versuche zum Sojaanbau eben in Deutschland durch und zeigt Lösungsansätze, wie das Ganze deutlich besser funktionieren kann. Lana. Sehr cooles Projekt vom Justus Klingen, nee, anders. Justus Klingenbeck vom Gymnasium Hilpoltstein will hoch hinaus anknüpfen an seine Vorjahresprojekte. Hat er dieses Mal was ganz besonders Cooles gemacht. Er hat einen Wetterballon entwickelt, ausgestattet mit verschiedenen Messinstrumenten und Experimenten soll der Ballon bis zu 35.000 Meter hoch fliegen können und dazu Daten in Richtung Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Helligkeit sammeln. Das ist cool. Justus. Kommt Mikroplastik aus Augsburger Flüssen ins Meer? Unsere Flüsse transportieren jeden Tag große Mengen von Mikroplastik ins Meer. Ja, Zoe Prillwitz vom Maria-Wart-Gymnasium Augsburg setzt sich in ihrem Projekt mit dem Einfluss von extremen Wetterlagen auf diesen Transport auseinander. Dazu nimmt sie über einen längeren Zeitpunkt verschiedene Proben aus drei Augsburger Flüssen und stellt fest, dass bei Hochwasser verstärkt Mikroplastik aus höher gelegenen Uferregionen geschwemmt wird. Zoe. Kennen wir alle aus dem Frühjahr die bekannten Spargelfelder, wenn dann da so Plastikfolie oder Kunststofffolie drüber liegt, ist ein gewohntes Bild. Aber welche Folgen hat denn eigentlich diese Folie, Kunststofffolie in Richtung Ackerboden? Was für Auswirkungen hat das? Das hat sich Leni gefragt vom Maria-Wart-Gymnasium Augsburg und anhand von Bodenproben den Mikro- und Makroplastikgehalt eines Spargelfeldes untersucht und gleichzeitig Lösungsansätze gefunden. Leni! Letztes Projekt in unserem Geo- und Raumwissenschaften-Bereich. Die Bodenversiegelung sorgt für Hochwasser und Überhitzung. David Stengel von der staatlichen Vosbos Triesdorf untersucht in seinem Projekt, inwieweit klimaangepasste Oberflächenmaterialien dafür eine Lösung sein können. Was könnte da eine Alternative sein? Er nimmt zum Beispiel den Stuttgarter Sickerstein genauer unter die Lupe und zeigt in Versuchen, wie er auf simulierte Regenfälle reagiert und wie es um seine Wasserspeicherkapazität bestellt ist. David. Georaumwissenschaften ist häufig eins der Fachgebiete, in denen es nicht so viele Teilnehmer gibt. Dass es in diesem Jahr gleich 8 Projekte sind, ist wirklich toll. Bei Schüler experimentieren war es nur ein Projekt, das war ihr beide. Und die Jury hat für euch den 2. Preis vorgesehen. Herzlichen Glückwunsch. So, wenn man noch nicht 15 ist, dann ist man bei Schüler experimentieren. Die drüber sind bei Jugend forscht mit dabei. Und da darf ich erstmal einen Sonderpreis vergeben. Und der Sonderpreis hat den Titel Nachwachsende Rohstoffe. Und das passt doch wunderbar für die Untersuchungen zum tropischen Regenwald. Da geht es ja genau um Rohstoffe, die nachwachsen. Lana Hahnrieder vom Maria-Wart-Gymnasium. Glückwunsch. Die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung lobt auch einen Preis aus. Und wir haben einen etwas weiter
interpretiert, weil er hat seinen Untersuchungsgegenstand nicht kaputt gemacht, der David Stengel, wenn er seine Oberflächen untersucht hat, durch die Wasser versickert, dann waren die danach noch heile. Daher diesen Sonderpreis für ihn. Herzlichen Glückwunsch. So. Ist übrigens mit 75 Euro dotiert, also vom Geldwert her so viel, wie jemand bekommt, der einen ersten Preis hat. Allerdings ist unser erster Preis natürlich immer mit dem Weiterkommen auf die nächste Runde versehen und darauf kommt es ja am Schluss dann noch ein bisschen mehr drauf an. Noch ein Sonderpreis, ein Jahresabonnement der Zeitschrift Geo für Leni Keller vom Maria-Watt-Gymnasium. So, Leni, das ist der Gutschein mit dabei, nur noch einzulösen. Und jetzt kommen wir zu dem Platzierten. Der dritte Preis, der geht nach Hilpoltstein an den Justus Klingenbeck. Gratuliere. So, Ihre Betreuungslehrerin hat mir erzählt, dass sie eigentlich gar nicht mehr mitmachen wollte. Sie macht ja bald Abi und hat einen Stress, aber dann hat sie doch noch mitgemacht und hat ihr schon gesagt, dass sie es doch wieder toll fand. Die Marie-Christine Koppold, sie ist nicht zum ersten Mal dabei bei Jugendforschen. Es freut mich, dass sie nochmal einen zweiten Preis in Georaumwissenschaften bekommt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Bäche und Flüsse in Augsburg, mehr als nur Wasser. Sie hat sich mit dem Stadtklima beschäftigt, aber man kann natürlich noch andere Aspekte hier ins Auge fassen. So, und jetzt nehme ich die Geschichte einfach mal vorne weg. Zum Landeswettbewerb in Vilsbiburg, da sind also die Jugendforsch-Teilnehmer in der nächsten Runde unterwegs, dürfen auch in diesem Fachgebiet gleich zwei Projekte fahren. Und an der einen oder anderen Stelle weiß man schon, was das heißt. Der eine kommt aus Grumbach, die andere aus Augsburg. Ich fange mal mit dem Projekt aus Grumbach an, Tobias Prautsch. Ich habe schon gesagt, das ist ja so eine Chemiehochburg und tatsächlich hat diese Arbeit viel Chemie drin und darum haben sich beide Jurien diese Arbeit angeschaut und beide gefunden, dass man weiter schicken soll und dann gab es ja noch die Zoe mit ihrem Projekt und es war auch gut und sie haben diskutiert. Und wir wussten, eigentlich müssen wir irgendjemand eben, dürfen ihn nicht schicken, obwohl wir beide wollten. Und dann konnte ich einen der begehrten Jokerplätze bei der Landeswettbewerbsleitung an Land ziehen, sodass wir schlussendlich beide schicken konnten und die Diskussion schnell beendet hatten. Also, fangen wir an. Tobias Prautsch, herzlichen Glückwunsch. Und dann machen wir erstmal die Urkundenübergabe. Auch zum Landeswettbewerb fährt Zoe Prillwitz. Herzlichen Glückwunsch. Der Tobias ist einer, der hat das ernst genommen, was ihm die Jury hier gesagt hat, was ihm woanders geraten wurde. Der hat sein Projekt, das er letztes Jahr schon hatte, nochmal deutlich überarbeitet. Erzähl ein bisschen. Also ich habe geschaut, wie sich die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf die Korrosion von Materialien im Wasser auswirkt. Und am Ende habe ich dann festgestellt, dass trotz steigender CO2-Konzentration in Zukunft die Korrosion wahrscheinlich sogar abnehmen wird. Das finde ich ja mal beruhigend. Danke für diese gute Info, dass wir uns wenigstens über diese Geschichte keine Sorgen machen müssen. So, Sorgen macht sich auch die Zoe, das ist praktisch in der Familie drin. Auch ihre Schwester hat sich mit dem Thema Mikroplastik intensiv auseinandergesetzt. Die Große aus der Familie, die Leonie, darf nicht mehr teilnehmen, die Zoe aber schon noch. Und drum ist sie da. Sie ist auch schon häufiger hier gewesen. Allerdings
letztes Jahr nicht. Und das hat einen Grund und den erzählst du uns bitte. Ja, also ich mache gerade Abitur und ich habe ziemlich viele Proben genommen, die auch analysiert werden müssen. Und ja, ich habe mich ziemlich auf die Schule konzentriert und da war das Analysieren von den Proben ein bisschen zweiter Stelle. Aber jetzt habe ich es quasi geschafft und auch meine Seminararbeit darüber geschrieben und die habe ich dann einfach hier eingereicht. Genau. Dankeschön. Und wenn die Zoe sagt, dass das Analysieren an zweiter Stelle kommt, dann heißt es immer noch, dass sie ganz viel Arbeit in die Geschichte reingesteckt hat. Das weiß ich und da bin ich ganz sicher. So, alle haben schon die Urkunde, wir können das Foto machen. Raus mit Applaus, herzlichen Glückwunsch. Und gerne eure Gewinnergeschenke noch mitnehmen hier neben der Bühne. Ich glaube, Coldplay Viva La Vida in der Jazz-Version, oder? Ha! Danke an unser Trio für so viele coole Cover. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Fachgebiet, nämlich Mathe, Informatik und starten auch hier wieder mit SchüEx und dem ersten Projekt Autonome Bewirtschaftung von Ackerflächen. Geht das? Pranav und Tillmann haben sich das gefragt vom Gymnasium Donauwörth und sie haben sich überlegt, wie sie die autonome Bewirtschaftung optimieren und Landwirte damit entlasten können. Im Modellversuch wollen sie einen selbstgebauten Mini-Traktor aus Legosteinen so programmieren, dass es auch mit unterschiedlichen Anbaugeräten nicht zu Lücken oder Überschneidungen bei der Bewirtschaftung kommt. Sehr coole Idee. Zweites Projekt geht es um ein eigenes Computerspiel mit hüpfenden Einhörnern, bösen Lehrerautos und einem schwarzen Loch. Das sind so die Protagonisten in Fluffy Duffy Unicorn. Anne und Ramona vom Descartes-Gymnasium in Neuburg haben dieses Spiel programmiert und es hat jetzt schon einige Zusatzfunktionen plus eine eigene Musik, plus eigenes Intro und es soll zukünftig auch noch eine App dazu kommen. Also hui, Applaus für euch. Fluffy Duffy Unicorn. Aus Legostein lässt sich ja so ziemlich alles bauen. Warum also nicht auch eine Steuerung für ein selbstprogrammiertes Computerspiel? Jan Jonas vom Gymnasium Hilpoltstein baut für sein in Scratch erstelltes Räuber- und Gendarmspiel ein eigenes Lenkrad bzw. eine Lenkradsteuerung aus Lego. Zum Vergleich konstruiert er dann das Spiel zum Mehrspieler-Game für zwei Personen und Jonas hat bereits viele weitere Ideen im Kopf. Sehr cool. Wir machen weiter mit den Jugendforst-Projekten und kümmern uns um einen müllerkennenden Roboter. Ab heute gibt es das. Es gibt, ja, das weiß jeder, sehr viel Müll auf öffentlichen Plätzen, aber das wollten
Fatima und Franziska nicht akzeptieren. Sie kommen vom Gymnasium Donauwörth und haben einen müllerkennenden Roboter erfunden. Ihre Idee ist ein Roboter, der den Müll erkennt und mithilfe von Ultraschall-, Druck- und Lichtsensoren diesen Müll dann auch noch trennen kann. Den Roboter bauen die beiden Schülerinnen aus Lego und programmieren ihn mit Lego Spike. Fertig sind sie noch nicht, aber auf dem besten Weg, wenn man das so sagen kann. Applaus für euch. Was heißt KI übersetzt? Sehr gut, künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch, aber bei weitem noch nicht komplett fertig entwickelt. Julius Schoder von der Maria-Wart-Schule Neuburg untersucht, wie klein ein KI-gesteuertes Sprachmodell sein kann, das effektiv in zwei Sprachen Texte generiert, ohne sie miteinander zu vermischen. Sehr coole Idee. Applaus für dich, Julius. Zähne putzen. Wer putzt immer Zähne morgens? Warum melden sich nicht alle? Ja, also Zähneputz-Software gibt es ab heute. Auch eine sehr coole Idee. Benjamin Hahler von der Knabenrealschule Heiligkreuz in Donauwörth will die perfekte Mundhygiene. Dazu entwickelt er ein Gerät mit einer Software, die beim Putzen an jeden Zahn erinnert. Das ist schon mal cool. Die richtige Putzdauer wird angezeigt und dann soll es auch noch mehr Spaß machen, Zähne zu putzen. Das Ergebnis kann sich ebenso wie die frisch geputzten Zähne sehen lassen und hat noch Potenzial zur Weiterentwicklung, beispielsweise auch als App. Die Zähneputzsoftware von Benjamin. Natürlich nur geeignet für alle Menschen, die auch täglich Zähne putzen. Willkommen zur Siegerehrung. Sechs Projekte in Mathematik, auch das ein Fachgebiet, das gern mal mit leider zu wenigen Teilnehmern unterwegs ist, auch in diesem Jahr eine erfreuliche Teilnehmerinnenzahl und ich habe hier 5 Kärtchen, das bedeutet also 5 Preise, die ich vergeben kann und ich beginne gleich mal bei Schüler experimentieren mit dem 3. Preis, er geht nach Donauwörth, Pranav Patil und Tilman Mutulu. Herzlichen Glückwunsch. Tilman ist... So, nimmst die Urkunde mit. Ja. So, nach dem 3. Preis kommt der 2. Preis. Nicht fertig, das war jetzt ein Stichwort, das wir öfter gehört haben. Auch bei Ihnen war es noch nicht so ganz fertig, aber ich bin mir sicher, Sie machen weiter, weil Sie mit so viel Begeisterung bei der Sache waren, weil Sie ein eigenes Marketing-System um ihr Produkt rumgebaut haben und uns viel Spaß gemacht haben. Anne Thiemke und Ramona Heckel vom Descartes-Gymnasium Neuburg mit ihrem Fluffy Duffy Unicorn-Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. So, und da haben wir auch einen Regionalsieg. Er darf also nach Regensburg zum Landeswettbewerb fahren. Er hat es gar nicht so weit, er wohnt ja immer in schönen Hilpoltstein. Jan Jonas. Glückwunsch. Jan, würdest du dich als Gamer bezeichnen? Nicht wirklich. Also ich dachte, jemand, der sich so ausgefeilte Hilfsmittel zum Zocken errichtet, der spielt auch gerne. Ich programmiere mehr, als ich spiele. Das ist auch gar nicht so unvernünftig. Das heißt, du versorgst eher deine Kumpels mit guten Steuerungen und bist weiter in der Entwicklung tätig. Klasse, danke. Jetzt würde mich aber doch noch ganz kurz interessieren, wie kommt man denn jetzt zum Spieleprogrammieren? Also, weil du einfach Interesse dran hattest oder weil du Freunde hattest, die gesagt haben, boah, kannst du mir mal irgendwie ein Spiel programmieren oder wie lief das? Also, ich habe in der 4. Klasse habe ich angefangen. Da habe ich irgendeine Seite von der Sendung mit der Maus gesehen. Oh. Und ja, da gab es noch weniger Blöcke als in dem Scratch und dann habe ich damit angefangen
Und irgendwann habe ich dann gesehen, es gibt eine richtige Seite davon. Und dann habe ich da weitergemacht und dann habe ich immer mehr geguckt, gibt es da noch was Besseres? Kann ich noch irgendwas ausbauen? Na cool. Also die Sendung mit der Maus hat immer noch Impact auf die heutigen Generationen. Das finde ich gut. Cool. Dankeschön. Wir kommen zu Jugend forscht. Hier gibt es keinen Regionalsieger, aber zwei Platzierungen. Und was mich besonders freut, dass beide von Realschulen kommen. Traditionell ist Jugend forscht die Domäne der Gymnasien. Aber das ist nicht gut und es muss auch nicht so sein. Was uns hier in Augsburg seit 2 Jahren völlig fehlt, sind Azubis, die auch tolle Projekte liefern können. Was jetzt aber wirklich verstärkt anläuft, ist, dass auch Realschulen Projekte einreichen und das auch noch erfolgreich. Benjamin Hala kommt von der Knabenrealschule in Donauwörth. Herzlichen Glückwunsch. Der bekommt eine Urkunde und dann bekommt er noch ein Jahresabonnement von der Zeitschrift CT für Computertechnik. Wir sind uns sicher, das ist bei ihm richtig aufgehoben. Glückwunsch. So. Er geht in Neuburg zur Schule, er geht an die Maria-Watt-Realschule in Neuburg und er hat, so hat es mir die Jury berichtet, mit seinem Projekt noch ganz viel Potenzial. Sie haben gefunden, dass es in diesem Jahr noch nicht für eine Platzierung ganz oben reicht, aber was er da anstellt, ist etwas, wo er unbedingt weitermachen muss. Sie haben es ihm schon gesagt, ich sage es ihm auch nochmal und hoffe sehr stark, dass er nach einem Jahr Entwicklungszeit wiederkommt. Julius Schoder. Glückwunsch. Das war jetzt gar nicht die richtige Urkunde. Jetzt gibt es erstmal die Urkunde für den zweiten Preis. Bitte schön. Und dann habe ich noch eine Urkunde versehen mit Gutschein. Das ist der Sonderpreis der Versicherungskammer Bayern. Der ist mit 75 € dotiert. Und die Jury hat dringend darum gebeten, ihm diesen Sonderpreis noch zu geben, weil er bei seinen Computeraktionen so viel Strom verbraucht, dass er Ärger mit seinen Eltern hat und dann ist auch noch das Netzteil kaputt gegangen, er muss ein neues kaufen und dafür gibt man eine kleine Finanzierung mit. So. So, dann haben wir's. Ah, noch nicht. Brauchen wir noch ein paar Urkunden. So. Das ist nicht richtig, Franziska hier. Und Fatima ist ja krank, ja. So, Foto. So, und Sie können Dauer klatschen, damit... Genau, schön. Ihr dürft euch ein Geschenk nehmen. Wir kommen zum nächsten Fachgebiet, nämlich der wunderbaren Physik und starten mit dem ersten Projekt von Svaran Rajesh. Er war im Urlaub, es war richtig schön und super angenehm und abends war er dann am warmen Sandstrand unterwegs und hat sich gefragt, kann man denn Sand nicht auch als Wärmespeicher
nutzen. Er ist Schüler des Gymnasiums Donauwörth und analysiert in seinem Projekt die Speichereigenschaften feiner und gröberer Sandarten. Dazu erwärmt er zu Hause im Backofen, hoffentlich ist alles gut gegangen, Quarzsand, Wüstensand und Steinmehl und bewahrt dann die Proben unterschiedlich isoliert auf. Im Folgenden möchte Svaren die Wärmekapazität der Sandarten bestimmen und Wasser mit Sand erhitzen. Coole Idee und das im Urlaub. Matthias Lutz und Hannes Pein haben einen großen Traum und Lukas Liedl ist auch noch mit dabei. Sie haben einen großen Traum. Sie wollen eine Rakete bauen und zwar eine Essigrakete und im besten Fall soll sie auch noch fliegen können. Die Rakete, ein Modell aus dem 3D-Drucker, wird von einer Mischung aus Essig und Backpulver angetrieben. Das Mischverhältnis wird im Laufe des Experiments immer wieder weiter optimiert und trotz Wind- und Messschwierigkeiten schafft es diese Rakete dann wirklich zu fliegen und zwar auf 2,45 Meter Flughöhe. Wow, richtig cool. Die Essigrakete. Wasser ist nicht gleich Wasser und meist steckt mehr drin, als wir mit bloßem Auge sehen können. Ja, ja, das ist ja klar, denkt ihr euch. Aber die Masse gelöster Feststoffe will Malte Maucher vom Deutsch-Herren-Gymnasium in Eichach sicht- bzw. messbar machen. Dazu sammelt er verschiedene Wasserproben aus Pfützen, aus Seen oder Flüssen, filtriert die dann und dampft sie anschließend ein. Und die zurückbleibenden Feststoffe kann er jetzt genauer untersuchen. Er war also viel unterwegs. Malte hat das Wasser untersucht. Wie viel Power steckt eigentlich in so einer simplen Banane drin? Oder kann eine Gurke auch Strom erzeugen? Das wollten Miriam Bauerschmidt von der Grundschule Röthenbach wissen. In ihrem Projekt untersucht sie, welche Obst- und kommt zu uns, welche Obst- und Gemüsesorten zur Stromgewinnung geeignet sind. Und da hat sie neben den bekannten Kartoffel- und Zitronenbatterien auch eine Apfelbatterie entdeckt, die erstaunlich gute Ergebnisse bringt. Und sie hat sogar ein LED-Lämpchen zum Leuchten gebracht. Also Miriam, 9 Jahre alt, mega. So langsam wird es ein bisschen wärmer, Frühling kommt, später kommt dann auch der Sommer, da freuen wir uns alle drauf und gleichzeitig mit dem Sommer kommt potenziell auch der Sonnenbrand. Wer sich schützen will, kann sich mit der richtigen Kleidung schützen und vorbeugen. Magdalena Kern vom Maria-Ward-Gymnasium untersucht, welche Stoffarten und Farben besonders gut für den UV-Schutz geeignet sind. Weiter geht's mit Windrädern. Wie viele Blätter braucht denn so ein optimales Windrad? Das hat sich Fabian Decker vom Gymnasium Hilpoltstein letztes Jahr schon gefragt. Jetzt führt er sein Projekt fort und will noch herausfinden, welchen Einfluss die Drehrichtung und Stellung zum Windkanal auf die Anzahl der Umdrehungen der Windräder hat. Also Next Level von Fabian. Was brennt am heißesten, ist die nächste Frage und zwar von Paul Rampf und Felix Zimmermann vom Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg. Sie haben, kommt zu uns mit Applaus, die beiden haben was ziemlich Verrücktes gemacht. Sie haben leere Konservendosen hergenommen und dann geguckt, Dosenöfen daraus zu machen. Sie wollen herausfinden, wie gut sich die entstehende Wärme in den verschiedenen Modellen auf Wasser übertragen und dann so auch messen lässt. Damit wollen Sie herausfinden, wie gut sich die entstehende Wärme in den verschiedenen Modellen auf Wasser übertragen und messen lässt. Ziel ist es, einen Aufbau zu finden, mit dem Aussagen über die Brennwerte bestimmter Materialien getroffen werden können. Sehr coole Idee, ihr beiden. Ziemlich viele Physikprojekte. Wir machen weiter mit Jugendforscht.
Wärmekosten steigen, das weiß jeder. Und wer sich mit energieeffizientem Heizen beschäftigt, muss sich auch über die optimale Dämmung Gedanken machen. Vor diesem Hintergrund haben Laurin Kaufmann und Stefan Albestu vom Gymnasium Hilpoltstein die Dämmeigenschaften von Aerogel näher untersucht. Dieser Stoff ist hochporös und sehr spannend und möglicherweise eine sehr interessante Alternative. Danke euch beiden, willkommen auf der Bühne. Dann geht es weiter mit einem Projekt, über das sich Physiker einfach wirklich freuen, nämlich das tanzende Federpendel. Während des Unterrichts hat Lynn Motulu vom Gymnasium Donauwörth eine ziemlich spannende Entdeckung gemacht. Bei einem einfachen Versuch mit einem Federpendel und einem Gewicht stellt sie fest, dass das Pendel nicht nur, wie im Lehrbuch vorausgesagt, auf- und abspringt, sondern auch seitlich ausschlägt. Dieses Phänomen untersucht sie dann in ihrem Projekt und entwickelt eine Formel, mit der sich der sogenannte Tanzwert dieses Federpendels bestimmen lässt. Dieser Tanzwert bezeichnet die optimale Kombination aus Federhärte, angehängter Masse und Gesamtlänge, die das Pendel dann sowohl vertikal als auch horizontal schwingen lässt, also zum Tanzen bringt. Das tanzende Federpendel von Lynn. Tobias Paulus kommt von Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg und er hat sich zwei Dinge genauer unter die Lupe genommen, nämlich einmal eine barocke und einmal eine moderne Violine. Er hat beide Instrumente angeschaut und mal geguckt, was die so für Unterschiede haben. Und bei seiner Analyse hat er entsprechend Audioamplitude, Frequenzverlauf und Frequenzspektrum untersucht. Und so zeigt er, dass die moderne Violine im Vergleich zur barocken Violine deutlich exaktere Tonhöhen erzeugt und sauberer klingt. Insgesamt ist sie eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber der barocken Violine. Na Gott sei Dank. Tobias, wo bist du? Nicht da. Wollen wir ihm trotzdem Applaus schenken? Einen symbolischen. Ist denn noch der Sven da? Sven Meyer? Aha, okay, Sven ist noch da, perfekt. Wer den ganzen Tag vorm Computer sitzt, der leidet meistens unter Bewegungsmangel und dann kommen da alle möglichen Nebenfaktoren noch dazu, hier mit Nacken und Rücken und was auch immer da alles dazu kommt. Aber knapp 10.000 Schritte pro Tag können hier eine Menge bewegen und Abhilfe leisten. Wie misst man jetzt aber 10.000 Schritte? Das hat Sven sich gefragt, ist vom Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg und hat unterschiedliche Schrittzählermethoden miteinander verglichen. Die gute Nachricht, die beste Schrittzählermethode hat fast jeder schon in der Hosentasche. So, Sven, mega! Auch im Fachgebiet Physik erfreulich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und darum gibt es auch erfreulich viele Preise zu vergeben. Ich fange an mit dem Sonderpreis Plus MINT für Kreativität in der Physik. Und der geht an Paul Rampf und Felix Zimmermann vom Maria-Watt-Gymnasium in Günzburg. So, ja, das passt. Der Sonderpreis Make, Sie sind echte Macher, geht an die drei Erbauer der Essigrakete, Matthias Jutsch, Hannes Pein und Lukas Liedl. Glückwunsch. So, die müsst ihr halt dann rumreichen, eure Zeitung, dann darf jeder mal reingucken. Wir sind bei den Platzierten, schon wieder mal, Maria-Watt-Gymnasium Augsburg, Magdalena Kern, dritter Preis, UV-Schutz. Und sie strahlt, die Magdalena, und ich glaube, die Preisträgerin des zweiten Preises, die wird auch strahlen. Sie ist die Jüngste hier und sie hat
natürlich ein einfaches Thema, aber für ihr Alter hat sie es echt gut drauf, hat die Jury gesagt. Und darum kriegt sie bei uns den zweiten Preis, Miriam Bauerschmidt mit ihrem Batterie. So. Auch gar nicht so viel älter ist unser Regionalsieger bei Schüler experimentieren. Er ist 11 Jahre alt. Er geht ans Gymnasium Donauwörth und heißt Svaran Rajesh, der Wärmespeicher aus Sand. Ja. So, komm noch kurz zu mir vor. Wir haben uns ja auch ausführlich unterhalten. Ich fand deine Forschungen nämlich auch sehr interessant. Und die Frage, mit der ich auf dich schon zugekommen bin, du hast ja verschiedene Sandarten untersucht. Welcher ist denn jetzt der beste? Also der beste, die beste Sandart könnte man nicht so sagen. Aber ich habe beim Erhitzen des Sandes, hat sich Quarzsand am meisten erhitzt. Und deswegen habe ich beim Erhitzen des Wassers auch Quarzsand benutzt. Alles klar, danke dir. Wie alt bist du denn? 11 Jahre alt. So, und jetzt fahrst du mit deinen Eltern im Urlaub? In Indien. In Indien? Hast du noch eine kleine Schwester oder große Schwester? Ja, eine kleine Schwester. Kleine Schwester, wie heißt die? Sahana. Wie? Sahana. Ah, wow, schöner Name. Ist heute auch da, sitzen in der ersten Reihe. So, und dann wart ihr da jetzt in Indien am Strand. Wie kommst du auf die Idee, den Sand als Wärmespeicher zu benutzen? Wie? Ja, am Mittag am Strand bin ich über heißen Sand gelaufen und jeder kennt es, wenn der Sand zu heiß ist, da will man lieber nicht drauf rennen und so weiter. Und dann habe ich am Abend, wo die Sonne schon weg war, habe ich dann ein bisschen gebuddelt und dann bin ich dann auch auf heißen Sand gestoßen. Dann habe ich mich gefragt, warum hat der Sand noch die Wärme und die Sonne ist ja schon längst weg. Und dann habe ich halt so meine Eltern gefragt, sie haben gesagt, der Sand speichert die Wärme. Und dann habe ich da mehr darüber recherchiert und dann bin ich auf eine Website gestoßen. Die heißt Polar Night Energy und das ist eine Website, die machen da auch einen Wärmespeicher aus Sand. Und ich wollte so auch einbauen und ja, ja, dann bin ich cool. Am Projekt angekommen. Mega. So. Jugend forscht, ich habe da einen Sonderpreis zu vergeben, ein Jahresabo-Bild der Wissenschaft, aber ich glaube, er ist nicht da, der Tobias Paulus. Drum kriegt er seinen Applaus in Abwesenheit und wir geben die Urkunde einem Mitschüler mit. Genau, da hinten steht er. Der dritte Preis in Physik geht an zwei Teilnehmer. Sie kommen aus Hilpoltstein und heißen Laurin Kaufmann und Stefan Albescu. Glückwunsch. Glückwunsch. So. Die haben sich mit dem Aerogel beschäftigt. Es gibt keinen zweiten Preis, aber es gibt einen Regionalsieg. Es ist eine Regionalsiegerin. Sie ist zum fünften Mal dabei und war 2019 damit also zum ersten Mal dabei. Und das sind natürlich die UFO-Karrieren, die richtig toll sind. Das haben wir immer wieder mal. Und wir kennen sie, den Namen auch, weil sie nicht alleine ist. Auch der Bruder ist hier am Start, Lynn Motulo. So, Lynn, ich habe schon gesagt, du bist zum fünften Mal dabei. 2019 warst du im Fachgebiet, ich habe nachgeschaut, Physik am Start. Und danach hast du einen Ausflug über verschiedene andere Fachgebiete gemacht. Warum bist du jetzt wieder in Physik? Also ich war ja zweimal bei Arbeitswelt und einmal bei Biologie und das hat mich beides auch sehr interessiert.
Aber Physik mag ich auch sehr gerne und da wollte ich jetzt mal wieder was in die physikalische Richtung unternehmen. Das ist dir doch mal richtig gut gelungen. Ich war beeindruckt von deinem Federpendel. Als Physiklehrer darf ich dazu sagen, dass das zwei ganz simple Versuche sind. Einmal ein normales Pendel wie an der Uhr und einmal eine Feder, an der was rumbaumelt. Aber das zu kombinieren, das ist einfach eine tolle Idee. Gratuliere. Ich freue mich, dass du zum Landeswettbewerb fahren darfst. Noch die restlichen Urkunden. Malte, Fabian, Sven. So, und dann rückt ihr noch ein bisschen zusammen fürs Foto. Schön zusammenrutschen, strahlen. Na komm, ein bisschen rüber. Familienkalender, kann man das Foto auch verwenden. Freuen sich alle. Ja, schön. Und dann raus mit Applaus. Euer Geschenk mitnehmen. Danke an unser Jazz-Trio und wir kommen in die allerletzte Kategorie, ins letzte Fachgebiet. Könnt ihr noch? Ja. Könnt ihr noch? Klingt das noch ein bisschen kräftiger? Sehr schön. Gut. Also wir kommen zum Bereich Technik und starten auch hier wieder mit Schü-Ex, Schüler experimentieren, erstes Projekt, das ist eine sehr coole Idee, nennt sich der Breakfast Maker. Also, wie cool wäre das, ein vollautomatisiertes Frühstück zu kriegen, so in stressigen Morgenzeiten, wo man eigentlich gar keinen Bock auf irgendwas hat, aber dann, bing, ist der Breakfast Maker schon da und macht dir einen Toast und automatisch kommt dann auch noch Honig drauf. Genau das haben Julian Grimm und Maximilian Adling vom Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg geschafft, der Breakfast Maker. Weiter geht's mit Solarenergie. Solarenergie ist ein wichtiger Baustein der Energiewende, aber was machen, wenn die Sonne mal nicht scheint? Solange die Sonne scheint, können Solarparks große Mengen Energien erzeugen, aber wenn es dunkel wird, Florian Raub von Johann Michael Seiler Gymnasium in Dillingen hat sich darüber Gedanken gemacht, wie Energie, die tagsüber gewonnen und nicht abgenommen wird, gespeichert und nachts dann verwendet werden kann. Seine Idee ist es, überschüssige Sonnenenergie in Lageenergie, also Energie, die benötigt wird, um ein Objekt anzuheben, umzuwandeln. Das Ergebnis ist sehr vielversprechend. Welche regenerative Energiequelle bringt die beste Leistung? Das möchte Tim Pietold vom Gymnasium Hilpoltstein herausfinden. Das diesjährige Projekt dient dem Schüler dazu als Vorbereitung. Er testet nämlich, ob sich Stromstärke und Spannung einer Solarzelle mit einem Raspberry Pi 4B messen und aufzeichnen lassen. Im kommenden Jahr sollen dann die Ergebnisse der Photovoltaikanlage mit denen einer Kleinwindanlage und anderen Stromquellen verglichen werden. Also mega Applaus für Tim. Süßwasserherstellung mit Salzwasser durch die Sonne. Heute ist die Gewinnung von Trinkwasser ein sehr wichtiges Thema. Timo Meier kommt gerade schon auf die Bühne, kriegt jetzt schon einen Applaus. Timo,
hat nicht nur einen extrem coolen Pulli an, sondern ist auch vom St. Thomas Gymnasium in Wettenhausen und hat sich eben mit diesem Projekt näher beschäftigt. Er baut einen Filter, bei dem aus Salzwasser durch Verdunstung Süßwasser gewonnen wird. Verdunstetes Salzwasser trennen sich Wasser und Salz. Süßwasser steigt in Form von Wasserdampf auf, wird aufgefangen und wieder flüssig, was im Modellversuch funktioniert. Das könnte auch in größerem Maßstab richtig gute Ergebnisse liefern. Timo. Valentin Wild vom Gymnasium Hilpoltstein beschäftigt sich in seinem Projekt mit dem Bernoulli-Sauger. Dieser hebt Objekte mithilfe von Unterdruck kontaktlos an. Valentin untersucht, welche Rolle Oberfläche und Beschaffenheit der einzelnen Objekte dabei spielen. Er verwendet Papiere unterschiedlicher Grammatur und Größe sowie weitere Materialien. Die besten Ergebnisse erzielt er mit einem eher kurzen Saugrohr und leichten kleinen Papierstücken. Auf Basis dieser Erkenntnis plant er den Bau eines eigenen Ansauggeräts, das auf Knopfdruck funktionieren soll. Wir machen weiter mit unseren Jugendforschprojekten. Technik Nummer 6. Und es heißt Botanik Waden. Botanik Waden, also nicht Botanik Garden, sondern Waden. Moritz Paprotta vom Justus von Liebe Gymnasium Neuses hat ihn entwickelt. Dieser Botanik Waden ist eine vollautomatisierte Bewässerungs- und Düngungsanlage, die Topfpflanzen auf Basis verschiedener Daten bedarfsorientiert versorgt. Das ist geil. Ein Sensor misst unter anderem Feuchtigkeit, Temperatur, pH-Wert und Düngerbestandteile in der Erde. Mit diesen Messwerten bestimmt dann ein Mikrocontroller, welche Stoffe die Pflanze beim nächsten Gießvorgang benötigt. Zur Steuerung der Anlage will er auch noch zukünftig eine Smartphone-App dazu haben. Also perfekt für alle, die gerne einen Garten haben, aber nicht zu viel Aufwand damit betreiben wollen. Applaus für Moritz! Nächstes sehr innovatives Projekt nennt sich der Eingabehandschuh. Applaus für Oliver aus Neuburg. So ein Computer hat ja alle möglichen Komponenten, eine Tastatur, eine Maus, ein Controller, ziemlich viel. Und das Ganze geht aber dank ihm zukünftig deutlich einfacher, nämlich mit einem sogenannten Eingabehandschuh. Oliver forscht an einem Handschuh, der alle Eingabegeräte in einem bündelt. Das sogenannte Human Interface misst nämlich die Neigung der Finger und gibt sie als Achsen oder direkt zur Bestätigung virtueller Tasten an den Computer weiter. Also Maus, Tastatur, sonst was brauchen wir vielleicht zukünftig nicht mehr, dank Oliver. Sehr spannend. Es gibt immer mehr Elektroschrott. Wir nutzen ja auch immer mehr elektronische Geräte. Jeder hat wahrscheinlich oder fast jeder der Erwachsenen hat auf jeden Fall ein Smartphone dabei. So, und je mehr Elektroschrott, desto mehr auch Traffic am Wertstoffhof. Und da sagen Marian und Richard vom Gymnasium Hilpoltstein, hey, das geht doch irgendwie auch anders. Und mit ihrem Projekt sammeln sie alte Computer von Schrottplätzen und Privatpersonen und bauen die funktionierenden Teile wieder zu neuen PCs zusammen. Damit reduzieren sie Elektroschrott und schaffen neue kostengünstige Geräte. Unterstützt werden sie dabei vom Repair Café Hilpoltstein. Sehr coole Idee. Applaus für Marian und Richard. Und damit haben wir unsere letzten Projekte auf der Bühne stehen. Wunderbar. Es sind 8 Projekte. Es werden alle Preise vergeben und es gibt noch einen Sonderpreis, also auch eine tolle Ausbeute im Fachgebiet Technik. Und den Sonderpreis, den bekommt der Timo Meyer vom Gymnasium Wettenhausen. Es ist der Sonderpreis Energiewende und Klimaschutz. Gratuliere.
Schon, so sind wir bei den Platzierungen angelangt. Dritter Preis im Fachgebiet Technik, Julian Grimm und Maximilian Adling vom Rudolf-Diesel-Gymnasium. So, nach dem dritten Preis kommt der zweite Preis. Er ist 13 Jahre alt, er kommt aus Hilpoltstein und heißt Valentin Wild. Untersuchungen am Bernoulli-Sauger. Ja, gratuliere. So, ein erster Preis im Fachgebiet Technik. Das interessiert mich auch, was er da macht. Und lasse ich mal gleich noch ein bisschen was erklären. Jetzt nennen wir erstmal den Namen Florian Raub vom Johann-Michael-Seiler-Gymnasium in Dillingen mit seinem Lageenergiespeicher. Glückwunsch! So. Florian, Energiespeichern ist wichtig, da sind sich alle drüber einig, nur wer es machen soll, natürlich nicht. Du hast jetzt ein Modell gebaut. Inwieweit ist es denn umsetzbar in die Praxis? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also es wäre sofort umsetzbar, nur das, was ich gebaut habe, jetzt natürlich noch nicht, weil es ist zu klein, aber im großen Maßstab könnte man es genau mit demselben Prinzip aufbauen. Also ich baue mir demnächst eine Solaranlage aufs Dach zu Hause. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was so ein Privatspeicherer praktisch für Massen bewegen müsste? Was ist eine Größenordnung? Nee, das habe ich jetzt noch nicht wirklich berechnet oder so. Es war jetzt erstmal nur die Umsetzung, dass es überhaupt funktioniert, dass ich die Energie umwandeln kann. Das heißt, die Skalierung in die größere Dimension, die kommt erst noch und vielleicht sehen wir dich ja nächstes Jahr wieder. Fände ich klasse. Genau. Danke. So. Das war Schüler experimentieren. Bei Jugend forscht gibt es einen dritten Preis, der nach Neusses geht. Moritz Paprotta mit dem Botanic Warden. Da ist er. Glückwunsch. So. Der zweite Preis ist begleitet noch von einem weiteren Sonderpreis, und zwar der Sonderpreis Ressourceneffizienz. Sie kümmern sich darum, dass Ressourcen, die da sind, nämlich Computerteile, eben nicht einfach auf dem Schrott landen, sondern weiterhin genutzt werden. Sie betreiben eine aufwendige Lagerhaltung und da sind die 75 Euro sicher gut aufgehoben, und ansonsten bekommen Sie noch den zweiten Preis. Herzlichen Glückwunsch, Marian Hielscher und Richard Kittler. Der letzte Regionalsieger des heutigen Abends, ja, hat ein Projekt gemacht, da habe ich mir gedacht, das wird nie was. Aber es ist was geworden. Was heißt, wird nie was? Also gestern hat es noch nicht so toll funktioniert, als ich ihn besucht habe. Aber Ollinger Kiesinger hat es hingebracht, seinen Eingabehandschuh so in Betrieb zu nehmen, dass er die Jury überzeugen konnte. Herzlichen Glückwunsch. Applaus. Oliver, komm noch kurz zu mir. Wie lange hast du denn gestern noch gewerkelt und war es arg stressig? Ja, also ich habe schon gestern noch lang gewerkelt, auch bis in die Nacht rein, weil am Code hat was noch nicht so ganz funktioniert und ich habe eine Zeit gebraucht, um den Fehler zu finden. Aber jetzt ist er draußen und jetzt funktioniert es. Gut, so einfach ist es, wenn man am Abend noch schnell den Fehler im Code findet. Dazu gratuliere ich dir. Damit sind wir durch alle Fachbereiche. Wir haben noch eine letzte Urkunde zu vergeben. Die bekommt der Tim. Wo ist er denn? Hier. So, dann machen wir erst noch mal ein Foto mit den Teilnehmern im Fachgebiet Technik. Alle zusammen, näher zusammenrücken. In die Mitte.
Noch ein bisschen mehr. Jo, noch ein bisschen weiter. Schön, schön lächeln. Klasse. Ihr dürft zu dieser Seite dann die Bühne verlassen und euer Geschenk mitnehmen. Und ich darf auch noch mitteilen, falls ihr irgendwie Geschwisterkinder habt, jüngere Schwester, älterer Bruder, wie auch immer, und noch hier Geschenke da sind, können die sich auch bedienen. Ja. Dann hat es sich als Geschwisterkind gelohnt, wenn man heute hier zur Preisverleihung mit dazu gekommen ist. Moment bitte, noch kurz sitzen bleiben. Wir sind fast fertig, aber noch nicht ganz. Danke. Was magst du noch sagen? Gut, es dürfen jetzt alle von der Bühne gehen, aber wir machen ein Abschlussfoto und da bleiben bitte noch alle für sitzen. Mit allen Siegern des heutigen Abends, die kommen bitte nach oben. Die anderen, die jetzt nichts gewonnen haben in eurem Fachgebiet, können schon mal runtergehen, sich die Flasche holen und wie gesagt, alle Regionalsieger bitte zum Abschlussfoto nach oben. So. Manfred, erste Plätze oder alle? Erste Plätze, nur erste Plätze. Plätze. Alle die Regionalsieger. Plätze. Du kannst auch mit hoch, du bist der erste Platz. Alle ersten Plätze kommen nochmal auf die Bühne. So sehen Sieger aus. Das ist ja wie auf der Pressekonferenz. Alle einmal noch mal zu unserem Fotografen schauen. Und lächeln. Super. Klasse!